entfernt hier. Und trinke ich hier mal ein Bierchen, um mal ein bisschen was zu sehen von den älteren Herren, die hier rumstolpern, sagen wir mal so. Für die Fußballmannschaft hier. Und das ist ja ein Turnier hier irgendwie. Also ich habe so hat man nie gewusst, dass es so eine Nationalmannschaft gibt für Autoren oder die Bücher schreiben oder so. Wusste ich nicht. Habe ich das erste Mal heute gehört hier. Weil selber habe ich Fußball gespielt, 30, 40 Jahre im Osten noch in der höchsten Berliner Spielklasse. Ja. Dreimal Berliner Meister geworden, dreimal Berliner Pokalsieger geworden. Ich habe angefangen als Rechtsaußen, bin dann ins Mittelfeld gerückt und als ich dann so über 35 war, habe ich nur noch letztes Mal gespielt. Das spielt auch dann eine große Rolle. Das ist einer der wichtigsten Posten. Und die Leute, die du vor dir hast, die hören ja dazu, die machen die Drecksarbeit. Und du hinten als Älterer machst das auch. Dick ist Captain auf dem Platz, Dieter ist Außencoach, wir sind in besten Händen. Wir haben eine starke Reserve, auch wichtig, gute Bank. Und das Ding gewinnt Gold trotzdem. Alles klar. Andiamo! Go! Okay. Ja zum Leben, das ist wichtig. Noch einer, komm mal, noch einer. Du geht das nicht ab, hey! Bitte! Wir sind es 400 sein. Ja.
wieder. Nikita! Komm! Hey! Nikita, Mann! Komm! Ganz stark! Und jetzt ist es vorbei! Ja! Nein, ich habe gesehen, dass die Mannschaft eigentlich überlegen war den Österreichern. Und es war gut, dass es nicht mehr wie 6-1 gekommen ist, weil sonst wären sie noch mehr enttäuscht, die Österreicher gewesen. Ich glaube, das Ergebnis war gut. Hat auch gezeigt, dass unsere und die deutsche Mannschaft eben eine sehr hohe Qualität hat. Ja, ich freue mich natürlich, hier mit Dieter zu stehen. Wir haben ja schon eine lange Geschichte miteinander. Wir haben die allererste Autoren-WM in Bremen 2006 organisiert. Da habe ich ihn damals angesprochen, ob er mir helfen könnte. Er hatte damals schon diese Sport-Bodensky-Event-Agentur. Und das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und es ist mir heute so während des Spiels eigentlich klar geworden, dass diese Mannschaft schon 20 Jahre gibt, wirklich, Autoren-National. Das hätte ich nie gedacht, dass es uns so lange geben wird. Länger als der Pen-Club, das muss man sich mal vorstellen. Autoren und Fußball, wir sind Personen des öffentlichen Lebens. Und beide Seiten profitieren voneinander. Und ich denke, wir müssen in Deutschland sehr stolz sein, dass wir so eine Autorenmannschaft haben und so gute Personen haben und Fußball und Autoren. Ich glaube, Moritz hat jahrelang auch bei jedem Länderspiel dabei gewesen in Berlin. Und Autoren haben einen hohen Stellenwert für mich und ich habe größten Respekt davor. Und ja, ich bin froh, dass ich heute hier bin. Rückenwind! Yes!
Mr. Hawk. Really. Viva España. Gracias. Gracias. Sorry, I'm smoking. Jetzt muss ich bitte erstmal wieder aus der Hosentasche ziehen. Und dann machst du nach unten oder nach oben? Nee, das geht nicht. Mach mal nach unten. Das geht nicht. So, jetzt das hochmachen, ja? Ich ziehe es hoch. Dankeschön. Danke. Mach mal alles erledigt. Schönen Nachmittag, ja. Tschüss.